Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von FIFA 18 für die Switch. Das Finale der European Continent Shield steht an. Wir haben im letzten Part gegen irgendeine Waldorf-Mannschaft 2-0 gewonnen und sind somit im Finale und kämpfen gegen den FC Crotone und schauen mal, wie wir uns denn hier anstellen, Bruce, ja? Wie sieht's denn hier vom Management her aus? Sind die alle fit? Nicht jeder ist hier fit. Nicht jeder ist hier im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Wie geht's denn dem guten... Wo haben wir ihn? Was, Raman? Nee, wer hatte denn hier seine Verletzung? Wer war das? Hennings. Ah, stimmt. Ja. Der ist immer noch ein bisschen auf dem Zahnfleisch am Kauen. Dementsprechend lassen wir ihn auch jetzt erstmal auf der Bank oder im Krankenhaus oder in der Reha, je nachdem, wo er ist. Und spielen mal. Ja, wobei, ich würde sagen, komm, Sobotka. Das Team bleibt erstmal so, ja? Das Team bleibt so. Wir können in der zweiten Halbzeit immer noch wechseln. Botzek ist heiß, er möchte rein. Habe ich gehört. Und in dem Sinne. Schauen wir mal. Aber jetzt will ich halt erstmal so ein bisschen hier trainieren, ne? Komm schon. Das war sehr schön gemacht. Der war gut. So, jetzt können wir anfangen. Moin! Ne? Hi. Das Finale gegen Crotone. Das klingt irgendwie so wie so ein Gebäck. So, Crouton. Ist das nicht sogar ein Gericht? Oder ein Gebäck? So irgendwie, sind Croutons nicht irgendwie diese Brötchen in der Suppe? Diese getrockneten Brote in der Suppe? Also diese extrem ausgetrockneten? Ich weiß es nicht, aber jedenfalls erinnern die mich hart daran. Jetzt habe ich Hunger bekommen. Danke, Crotone! Ihr Schweine! Ihr seid Schweine, wisst ihr das? Und früh laufen wir nach vorne und machen schon mal den Angriff und... Angriff! Schade. Aber das soll uns nicht davon abhalten, weiter nach vorne zu gehen und Chancen zu erackern, nicht wahr? Guten Darm! Guten... Sehr gut gemacht. Den Ball irgendwie vom Torwart geklaut nochmal reingeballert oder reingeköpft. Guckt euch mal an, was war das denn? Da ist der Ball irgendwie hochgeflogen und, ah ne, ich glaube, einer hat ihn da irgendwie mit dem Fuß noch berührt und da, somit ist er halt quasi, naja, auf unserem Nacken gelandet oder auf unserem Kopf. Und das ist ein frühes 1-0, die frühe Führung und damit kann es jedoch weitergehen. War das ein Foul? Ich wollte gerade sagen, wir. Aber ihr seht, wir sind so aggressiv, wir spielen den Ball so aggressiv nach vorne. Das ist nicht normal. Und ich denke mal, jetzt probier's mal selber. Oh, das war ja, was war das denn für ein Schuss, Schauerte? Das kannst du doch keinem erzählen. Das ist doch nicht mal, hätte ich vielleicht den A-Knopf ein bisschen härter drücken sollen. Das sind Fragen, die man sich stellt im Leben. So, war es jetzt der Schuld wegen der, war es jetzt die Schuld der Drehung von ihm oder war es mein Arc-Gesmashe? Ich weiß es nicht. Hätte ein bisschen weiter nach rechts sein können, aber Feintuning haben wir ja schon seit dem ersten Spiel. Wir kommen schon noch rein, Brutz. Na, jetzt macht ihr aber schnelle Umschalt oder was hier. Also wenn ihr mal schnell umschaltet, dann ist es, wenn ihr irgendwie vom Fernseher sitzt oder wenn ihr... Hallo? Danke. Wenn ihr vom Fernseher sitzt oder wenn ihr auf der Tastatur ganz schnell die Umschalttaste drückt. Also jetzt mal wirklich, das könnt ihr ja keinem erzählen. So, hier ist eine große Lücke, in die ich durchlaufen werde. Möchte, passe, schieße, Tor! 2-0 durch Kuzovic! Und das ist sein, wenn ich mich in ihre drittes... Tor innerhalb dieses Turniers und das war ein wichtiger Pass, denn so konnte man den Torwart ordentlich abziehen, ja. Also er hat halt schon damit gerechnet, dass wir schießen und somit hat er nicht mehr den Ball bekommen und das sind Momente, die muss ich öfter nutzen. Passen und dann schießen. Das so, also, dass ich es halt nicht alleine probiere, ich muss von diesem Egoismus-Trip runterkommen. Na? Viel öfter mal einen Pass machen. Ach, komm schon, was war das denn hier? Das ist doch nicht gelb. Sobotka, du Sau.
Ja. Du, jetzt wissen wir, wer in der zweiten Hälfte ausgewechselt wird, ne? Katze, knick mit deinem Tor. Alter, du bist schon gelb belastet, Mann. Du lebst gefährlich, ne? Aber er ist heiß, er ist hungrig, er ist heiß. Er ist heiß, ist er. Oder gleiche Situation? Ja, Sobotka, ne? Brutz, du weißt Bescheid. Ach, Sobotka. Wollt ihr bitte mal im Kommentar, in den Kommentaren für ihn beten? Hashtag pray for Sobotka. Die arme Sau hat nur Pech. Egal, einfach für mich, Mois. War das meiner jetzt? Wollte schon sagen. Oh, sehr gut gemacht, Fink. Sehr gut gemacht, der Fink. Und jetzt probieren, probieren, machen, machen. Oh, oh, was machst du denn da? Das ist, was bist du denn für eine Ballerina? Das sind heute so Momente, das ist... Ich kann das hier nicht, ich kann das nicht erklären. Was ist das hier heute? Das sind heute Momente hier, wo du denkst, Alter, was sind das für Torchancen? Was sind das für Strafraumchancen? Generell für Szenen im Strafraum. Und 3-0 durch Osami, Takashi Osami. Verwandelt das Ding aus dem 16er und das ist natürlich mehr als verdient für die guten Herren. Er hat sich ja schon öfters bei der Fortuna als, naja, schon so ein bisschen hinunter als Joker gezeigt und präsentiert und qualifiziert. Und hier sieht man, dass er es drauf hat, sowohl als Joker als auch als Stammspieler. Und das sind Qualitäten, die man natürlich, wir nutzen auch natürlich diese 4 Testspiele hier, oder diese 6 waren es jetzt, ich glaube 5 sind es insgesamt, ne? 3 durch die Gruppe und 2 durch die Finalspiele. Und da hat man natürlich gesehen, hey, ich wollte passen! Naja, wir haben natürlich hier in diesen Spielen schauen wollen, hey, so, wer qualifiziert sich für die zweite Bundesliga, wer ist bereit, wer hat's drauf. Wer möchte in die Stammelf, und ich glaube, diese Spieler, die ich momentan so auf dem Feld habe, haben sich doch ganz gut qualifiziert und präsentiert. Ich glaube, so kann man das stehen lassen. Wir bremsen den Gegner immer früh aus. Erarbeiten uns die Chancen en masse. Und dann ist es halt nur eine Frage des Glückes und des Skills. Ob der Ball denn reingeht oder halt eben nicht. Aber hier ein 3-0 in der ersten Halbzeit. Hey, das war doch eins faul, Mois. Wie kannst du es wagen? Hallo. Geht es noch? Na gut. Das war aber so das lustigste Tor, was ich jemals gesehen habe. Und die haben sogar mehr, die haben mehr Ballbesitz als ich. Na gut, es kommt aber nicht mehr auf Ballbesitz an. Das ist dir klar, ne? Na gut, komm, Oliver Fink, der ist halt schon so, ey, guckt euch das mal an. Der möchte nicht mehr. Der ist wirklich raus. Und Sobotka auch hier, ne? Alle kauen so auf den Zahnfleisch. Das letzte Spiel ist aber auch klar. Sie gehen an ihre Grenzen. Und diese Grenzen wollen wir natürlich nicht erreichen. Deswegen, wo haben wir denn hier jetzt den guten Botzek? Bin ich blind? Bin ich gerade blind oder wo ist er? Wo ist er denn? Was? Ich habe keine Ahnung, wo der ist, aber ist auch vollkommen egal. Es gibt 2 Wechsel. Fink. Wobei, Fink ist noch ein bisschen ready. Fink kann noch. Nur Kuzovic macht mir gerade ein bisschen Sorgen, ne? Wobei, ne, wir lassen das erstmal so. Wir lassen das erstmal so. Wir lassen diese an ihre Grenzen kommen. Und dann gucken wir mal. Warte mal, warte mal.
Rensing, wie konntest du bitte ans Ende deiner Leistung kommen? Ich meine, der hat jetzt noch irgendwie die Hälfte seiner Anzeige oder sowas. Ist das dein Ernst? Du hast nur im Tor gestanden, Mann. Hast du irgendwie ein Problem oder so? Na gut, die zweite Halbzeit läuft an. Wir sind natürlich weiterhin gewillt. Tore zu schießen, aber dieses 3-0 ist schon eindeutig. Also dieses Turnier sollte eigentlich gewonnen gehen, es sei denn, der Gegner schafft es irgendwie dreimal durch meine Abwehr zu kommen. Schafft es irgendwie dreimal auch mit Glück durch die Abwehr zu kommen. Oh, Fink! Der kämpft hier! Ob er sich nochmal mit dem Tor belohnen kann, bevor er ausgetauscht wird, das werden wir sehen, Fräuleins. Aber grundsätzlich muss jetzt noch zum Ende des Finales jeder beißen. Jeder muss sich hier noch durchkämpfen. Und der hat da so reingeballert, wie als wäre das, was weiß ich, als hätte er eine Kanone in der Hand, eine Pistole in der Hand. Das war ja ein richtiger Wummstreffer. Normalerweise wäre von mir jeder Schuss jetzt irgendwie rübergegangen. Der hat getroffen. Ich verstehe gar nicht, warum. Was habe ich anders gemacht? Ich habe genauso reingezogen. Und das war ein sehr schöner Alleingang. Und damit steht es hier ganz klar 4:0. Düsseldorf zeigt, dass es auf jeden Fall in die, was heißt S? Du bist ja nicht dieser Pennyweather, oder wie heißt der? Dieser Clown aus dem Gulli. Ich kann es dir nicht genau sagen, Fräulein, aber wir sehen jedenfalls, dass sie wollen, das ist nochmal hier das nächste Tor von Kujovic. Er naugt, also seine Kräfte neigen sich am Ende entgegen und trotzdem kriegt er noch ein weiteres Tor hin. Und das ist er hier, die hauen gerade voll auf die Kacke. Also jetzt mal her, Butter bei die Fische. Ein sehr schön aufgeladener Pass und dann zimmert er den noch rein. Ich hätte nicht gedacht, dass der irgendwie ansatzweise reingeht. Ich dachte, okay, das wird dann wieder irgendwie gegen einen Abwehrspieler gehen, aber jetzt gerade, wow, Kujovic haut auf die Kacke. Also vor diesem Mann habe ich echt den größten Respekt. Vor diesem Mann, ehrlich, größter Respekt. Das ist halt echt nicht normal, was der hier heute alles leistet. Oh, bitte! War das wieder Fink? War das Fink? Nachoi, was machst du hier mit mir? Ach, komm schon! Ah! Das kann doch nicht alles dein Ernst sein. Das kann doch echt nicht dein Ernst sein hier. Das ist doch wohl zum Heulen. Komm, jetzt belohn dich! Ja, Fink! Yes! Sehr gut! Sehr gute Flanke. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade eben gemacht habe. Ob das jetzt wieder irgendwie ein Glückstreffer war oder so. Ich meine, dann müsste es da zweimal Glück gewesen sein. Glück, so eine Flanke bekommen zu haben und Glück, diesen Kopfball reinzukriegen. Also ich würde sagen, jetzt können die beiden sich hier auf jeden Fall mit einem wunderbaren Abschied belohnen, weil das ist hier, die beiden haben gezeigt, hey, wir sind geile Säue. Bestes Spiel, das ich jemals mit den beiden hatte. Also das ist wirklich krass gerade, was hier passiert. Komm. Wobei, kann Fink noch drin bleiben? Ich würde ganz ehrlich noch mal hier einen Mittelfeldspieler rauspacken. Komm, dann packen wir noch mal Bellinghausen rein. Fink muss doch noch ein bisschen beißen. Aber 6:0. Ich glaube, wir merken so langsam, ich komme rein. Ich glaube, wir merken so langsam, ich sollte von Amateur auf Halbprofi gehen. In der zweiten Bundesliga. Aber wie gesagt, das war halt so, ich habe mich halt hier erstmal so ein bisschen reinspielen wollen. In diesem Turnier. Und ich habe gemerkt, okay, ne, ich habe meine Künste gerade ganz gut kalibriert. Ich weiß so in etwa, worauf ich mich einstellen kann, wenn ich auf Halbprofi gehe. Ich weiß, dass die Zweikämpfe schwerer werden. Ich weiß, dass es nicht mehr so einfach werden wird, nach vorne zu kommen. Ich weiß, dass auch solche Bälle hier nicht mehr so einfach werden. Aber komm. Das soll schon passen. Oh, da wollte Kiesewetter natürlich hier das Sonnenwetter erzeugen, ja? Aber es ist ein 6:0. Ey, was ist hier los, Mann? Was ist denn hier los? 6:0, ey, das ist, oh Gott. Wir rasieren ja noch mehr.
War das unser bestes. Also ich glaube 6 zu 2 oder war das 4 zu 2 oder war das ein 5 zu 2? Ich glaube 5 zu 2 war unser bestes Ergebnis bisher, oder? Ist da unten jemand? Ich sehe da keinen. Jetzt ist da jemand. Gönn dir, Brutz. Gönn dir doch! Da passt du dir halt selber, so gut ist die Fortuna. Mann. Ah. Egal, man könnte das Spiel eigentlich auch so abpfeifen. Also ihr müsst jetzt nicht mal weiter. Ihr müsst nicht mal weiter spielen. Sehr gut, den Ball wieder bekommen. Also ihr seht, wie aggressiv die Fortuna ist, ne? Dabei habe ich, glaube ich, den Spielstil auf ausgeglichen. Ja, gönnt euch. So, wollen wir noch auf totalen Angriff gehen? Ratatatatata. Da kommt die Lokomotive. Schade. Sie tauschen schon wieder aus. So, wie oft wollt ihr noch austauschen, bitte? Ist es etwa euer Ernst? So, komm, Bellinghausen. Du hast doch Full Power. Jetzt zeig mal, dass du hier in die Startelf willst. Jetzt halt ihn doch mal davon ab. Ja, genau so. Aber auch hier, schaut mal, Schauert. Der kann gar nicht mehr. Der kann überhaupt nicht mehr. Der ist tot. Trotzdem rennt der Junge, als wär's sein letztes Spiel. Okay. Er schaut, es ist vorbei. Gut, da muss der Junge halt raus. Kann ich denn noch wechseln? Geht es denn noch? Was hat denn der? Zerrung im Knie. Ich hätte auswechseln sollen. Fuck! Oh, und damit habe ich alle Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft. Nein, das kann doch nicht sein. Oh, ja, da muss er trotzdem raus. Raus mit dir. Dann kämpfe ich ja zu 10 weiter, ist kein Problem. Wie kann ich ihn denn rausholen? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt werde ich gleich benachrichtigt darüber. Aber ich habe keinen Bock, dass gleich mein ganzer Kader stirbt. So, weil ihr seht doch, dass das gerade relativ viele nicht mehr können. Ich sollte vielleicht nicht mehr so, ich glaube, ich spiele jetzt auf extrem defensiv. Komm. Ich spiele jetzt hier noch die letzten Minuten zu Ende. Wir müssen auch nicht übertreiben. Hätte auch ein 3-0 gereicht. Ja, also, der kann ja, der darf nicht mehr. Der steht ja wieder an seiner Position. Junge, übertreib mal nicht. Es ist vorbei. Junge, reicht. Oh, da ist noch eine Chance drin. Ist noch eine Chance drin. Wir kriegen nicht genug hier, ne? Wir wollen das 7-0. Also wenn sie, was soll ich sagen? Wir sehen die Qualitäten der Spieler hier gerade. Und da geht er auch noch rein. Sehr gut. Und wir hätten das Finale gewonnen. Das Finale, es wäre gewonnen, ja. Aber dafür, dass Schauerte, oder war das Schauerte? Wer war das nochmal mit der Muskelzerrung? Hat er gerade gekotzt oder hat sie sich gerade einen Blowjob geben wollen? Ich weiß es nicht. Na gut, ja. Moin. 6-0, ihr seht, ganz gute Spielerbewertungen hier. Na? Kuzovic auch mit einer 8,5, Fick mit 8,1. Fast jeder hier hat sein Bestes gegeben. Und auch hier Schauerte natürlich, ne, mit seiner Zerrung im Knie. Der auch nochmal gezeigt hat, was hier abgeht. Also, er hat halt wirklich gekämpft. Er hat gebissen, Alter. Es ist ein Beißer. Und damit sind wir mit 6:0 Sieger des European Continental Shield und kriegen dafür wahrscheinlich eins nice Belohnung, Boots. Oder so. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Kann ich dann mal auf meine Mannschaft gehen? Boah, die sind ja alle tot! Oder muss ich hier noch simulieren und dann, also wir sehen, es ist ja so ein bisschen, wartet halt gerade eben. Aber ihr seht, so, die Mannschaft ist tot. So, keiner kann mehr. Die müssen sich unbedingt regenerieren und ich denke, dass sie das bitter nötig haben. Deswegen, Brutz, ich würde sagen, wir haben ein wunderbares Finale gespielt, beenden den Part und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit der zweiten Bundesliga so richtig anfangen. Ich bin heiß, ich hoffe, ihr seid's auch und dann werden wir die Schwierigkeit auf Halbprofi stellen. In dem Sinne, macht's gut, haut rein. Ciao!